Also, was wissen wir? Sie kannten den Toten. Was wir nicht wissen, wie er ermordet wurde. Vielleicht müssen wir uns noch einmal ganz genau umschauen. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die einen auf die richtige Spur bringen. Wie zum Beispiel dieser Erpresserbrief hier, den Ihnen der Tote geschickt hat. Oder diese blutige Axt. Selbst ein blutiges Messer wie dieses hier kann manchmal ein Hinweis sein. Aber der Mörder war klug. Sehr klug. Klug genug, um die Mordwaffe nicht einfach fallen zu lassen. Wie zum Beispiel diesen blutigen Eierbecher hier. Aber irgendwann macht jeder einen Fehler. Und irgendwann landet jeder hinter Gittern.